Cari spettatori, un cordiale benvenuto dal Römerberg a Francoforte sul Meno. Oggi qui ha luogo una grande manifestazione dell'iniziativa Genitori Preoccupati, la quale vuole di nuovo porre un chiaro segno. La crescente sessualizzazione precoce dei nostri figli nelle scuole e negli asili prende delle misure sempre più spaventose. I genitori preoccupati sono un movimento ad essa contrario. Come vedete, qui c'è veramente qualcosa in movimento. Tanti cittadini si sono messi in marcia e tanti di loro non vengono solo da questa regione della Germania, ovvero l'Assia. L'iniziativa Genitori Preoccupati è diventata un movimento che si è esteso in poco tempo in tutta la Germania. È politicamente indipendente e neutrale, anche nella visione del mondo e dal punto di vista religioso. Essa ha come meta di portare genitori, nonni, educatori, docenti e politici, come anche altri cittadini preoccupati, ad una sinergia nella protezione dei propri figli. Genitori Preoccupati è contro ogni forma di sessualizzazione precoce dei propri figli, negli asili nidi e nelle scuole materne, elementari e medie. Sono venuti tanti visitatori dall'estero perché hanno a cuore la stessa cosa. Ci sono partecipanti dai Paesi Bassi, Belgio, Francia, Austria, Lussemburgo, Svizzera, Romania e persino dall'Italia e dal Ticino che mandano i loro saluti alle famiglie qui riunite. Sono tutti determinati a contrapporsi alla crescente costrizione all'educazione sessuale dei bambini. Sempre più padri e madri si rifiutano di fare dei propri figli degli oggetti sessuali della politica di educazione moderna. Molti di voi, cari spettatori, probabilmente non immaginano neppure quanto i cosiddetti piani d'azione siano già progrediti nella pianificazione o rispettivamente sono già in attuazione in molti luoghi. Così i bambini dell'asilo devono scoprire ed esplorare la propria altrui corporeità e nudità nell'angolo delle coccole per conoscere giocosamente le loro parti del corpo e il proprio piacere. Gli alunni delle elementari familiarizzano col sesso, col piacere e con la masturbazione grazie alla valigetta del sesso, contenente una vagina di peluche, un pene di plastica e dei preservativi. Inoltre i bambini dovrebbero confrontarsi con tutta la varietà di tendenze sessuali, la quale comprende persone lesbiche, omosessuali, bisessuali, transessuali, transgender e intersessuali, dette LGBT. È questo che preoccupa molto i qui presenti genitori, educatori, docenti, nonne e nonni. Vogliamo sentire ora cosa hanno a cuore queste persone che oggi sono venute fin qui per dire un chiaro no alla costrizione sessuale dei loro figli. Die Eltern wird das Recht genommen, die Kinder selber aufzuklären. Ich bin sehr für Aufklärung, ja, aber zeitgemäß, altersgemäß und auch vor allem, dass die Eltern gefragt werden. Lass die Kinder Kinder sein. Was meinen Sie damit? Also, die Kinder haben ein ganz natürliches Empfinden. Und wenn die sagen, das ist mir unwohl, dann ist mir unwohl. Und die werden in den Schulen dazu gezwungen, Dinge zu sagen und Dinge sich anzusehen, wo sie unwohl fühlen. Und deswegen bin ich hier, das darf nicht sein. Hört auf, unsere Kinder mit Sex zu quälen, steht auf Ihrer Kappe. Was meinen Sie damit? Ich meine damit, dass Kinder, wenn sie zu früh aufgeklärt werden, dass sie dann missbraucht werden. Sie kommen mit diesen Gefühlen nicht zurecht. Für sie ist das eine Qual. Ich kenne einige Kinder, die zu früh aufgeklärt worden sind. Vorher haben sie mit den Jungs ganz, ganz natürlich gespielt und danach war es nicht mehr möglich. Es war ihnen peinlich, es war ihnen unangenehm und sie kommen bis heute nicht mehr klar. Sie sind Teenager, sie sind jetzt schon fast Jugendliche, aber die kommen nicht damit klar. Was regt Sie am meisten auf im Moment in dieser Situation? Ich finde das ganz fatal, einfach unmöglich, dass man so wenig an unsere Kinder denkt, an die Gefühle. Ihr sagt doch als Lehrer oder eben halt, ihr bringt den Kindern bei, die sollen ihre Gefühle äußern. Aber es ist gar nicht möglich. In den Schulen wird das gar nicht akzeptiert, wenn die Kinder sagen, ich möchte das jetzt nicht hören. Und das regt mich auf, dass unsere Kinder nicht ernst genommen werden. Und nachher uns als Eltern dann auch nochmal so ein Sexverklemmtheit vorgeworfen wird. Das finde ich fatal. Es geht mir eigentlich um die ganze Gesellschaft. Wissen Sie, ich bin Lehrer. Und als Lehrer sehe ich den Verfall real an meinen Schülern und eigentlich auch an den Eltern. Wenn man hier einfach das erlebt, was Sexualpädagogik, diese sogenannte Wissenschaft, anrichtet mit den Menschen, das ist einfach brutal. Für Sie ist wichtig, dass Erziehung Elternrecht ist. Ja, das ist auch rechtlich verankert in diesem Artikel und ich plädiere dafür, dass es das auch bleibt. Ich habe Enkelkinder in Berlin
Und ich bin schockiert, wenn ich lese im Bildungsplan für Kindertagesstätten, dass da steht, dass für die gesunde Entwicklung der Persönlichkeiten der Kinder es nötig ist, dass die ihre sexuellen Bedürfnisse lustvoll ausleben können. Ich frage mich, wo führt das hin? Lisa Anna Wiens hat sich mit ihren Kindern beschäftigt, obwohl sie 12 Kinder hat, hat sie darauf gehört, wie die Bedürfnisse jedes Einzelnen sind. Sie hat gemerkt, oh, ich habe 12 Kinder, ich kann nicht einfach sagen, ich höre nicht mehr hin, ich habe genug im Haushalt zu tun. Nein, sie hat gehört, was ist mit dir los? Und der Junge hat gesagt, ey, ich bin aus dem Unterricht rausgegangen, mir ging es schlecht. Und dann hat Anna Wiens, die Mutter von 12 Kindern, gesagt, na gut, wenn dir schlecht war, dann bist du rausgegangen, das ist gut. Was ist dann passiert? Die Justiz hat zugeschlagen und die Frau ist 8 Tage lang im Gefängnis gewesen. Wie kann sowas sein in unserem Land hier? Cari spettatori, qui ci è stato concesso uno sguardo più ampio in ciò che sta a cuore ai genitori preoccupati. C'è dunque un chiaro consenso nel popolo che l'educazione sessuale precoce viene respinta dalla maggioranza delle persone. Se la Costituzione tedesca attribuisce inequivocabilmente ai genitori il diritto naturale per l'educazione e chiama tale educazione come il primo obbligo dei genitori, allora non può esserci nelle scuole un'educazione che si contrappone alla volontà espressa dai genitori. La minaccia di pena detentiva per tutti quelli che si difendono da una costrizione alla sessualizzazione dei propri figli deve essere vista come una netta trasgressione della Costituzione. È richiesta l'immediata azione dei politici responsabili. Qui la democrazia deve superare la prova del fuoco. Infatti, il principio supremo di una democrazia sta in questo, che tutta l'autorità statale parta dal popolo. Rispetteranno i politici responsabili la volontà dei genitori e della gran parte della popolazione? Solo se perseveriamo ostinatamente. Perciò diffondete queste informazioni importanti e informate tutti quelli che non ne sono a conoscenza. Con le seguenti immagini vi salutiamo augurandovi una piacevole serata. Ist es süß, mir gefällt.